Mit dem K318i hat die Firma Kahles vor einigen Jahren schon etwas auf den Markt gebracht, was man gesagt hat, naja, eigentlich technisch von der Optik her schon fast unmöglich. Und jetzt mit dem Nachfolger des 525i hat die Firma Kahles ein neues Modell auf den Markt gebracht, das ist das K328i. Und auch das ist schon wieder nah an der Unmöglichkeit, aber das wird uns gleich erklärt. Dieses Video wird gesponsert von Jonke Waffentechnik. Von Profis für Profis. Qualität made in Europe. Das hier ist der Alex, der ist von der Firma Swarovski bzw. Kahles und der wird uns jetzt mal erklären, was das K328i wirklich ausmacht und was es so innovativ macht. Ja, das K328i haben wir jetzt dieses Jahr im Frühjahr vorgestellt. Das ist also die größte Mehrheit oder das größte Mehr an Nutzen für den Endnutzer, für den Longrange-Schützen ist natürlich das 40-prozentige mehr Seefeld an Seefeld. Ne? Wir haben hier 40% zum 525 mehr an Seefeld. Das hat die Auswirkung, dass wir natürlich die Zielerfassung schneller machen können und auch durch den Zoom-Bereich, 8-fach-Zoom, 3,5 bis 28, haben wir natürlich eine schöne Vergrößerung, wo wir bis 28 hoch können oder auch im unteren Bereich bei 3,5 das große Seefeld haben. Ja. Und man könnte es ja durch das niedrige Vergrößerungsstufe sogar jagdlich nutzen. Können wir theoretisch auch jagdlich natürlich nutzen. Ja, die Zielerfassung ist natürlich beim Dynamic Long Range der Faktor, wo man schnell sein will. Da hier das 328 natürlich die 40% mehr an Seefeld ist schon entscheidend. Warum seid ihr denn zu einem 50er Objektiv gegangen und nicht zum 56er wie beim Vorgänger? 50er ist eigentlich für die Long Range Disziplin ausreichend, weil wir da nicht die Dämmerungsleistung brauchen. Da reicht eigentlich das 50er Objektiv und der 50er Objektiv doch mehr so gut aus. Und ich sag mal im jagdlichen bzw. auch im militärischen Bereich, wenn es dunkel wird, macht man Vorsatz davor. Genau. Und dann bei großen Distanzen in der Dunkelheit wird es natürlich auch schwieriger. Ja, drum das 50er. Eine Änderung ist ja auch im Prinzip der 36mm Tubus. Das hat aber auch einiges an Vorteilen. Was kannst du dazu sagen? Genau. Den größeren Durchmesser am Tubus braucht man natürlich, um diesen Faktor 3,5 bis 28 und das größere Seefeld darzustellen. Mhm. Zusätzlich haben wir auch hinten, sieht man das Okular, ist auch ein bisschen größer geworden. Da haben wir eine neue Eyebox definiert. Das heißt, das Einblickverhalten, wenn ich in den Anschlag gehe, zur Zielerfassung ist ja auch wesentlich schneller. Eyebox heißt schnellere, größere Eyebox heißt schnellere Zielerfassung. Und höhere im Englischen heißt die Forgiveness, also eben der Faktor, wie ich reinschauen kann, ohne Zielfehler zu bekommen. Genau, ohne große Abschaltungen zu haben, geht hier wesentlich schneller. Drum auch der größere Tubus, 36, wie gesagt, einfach, dass man auch das größere Seefeld 40% mehr zum 525 hinbekommt. Ja. In welchen Variationen kann ich das Glas jetzt momentan erwerben? Wir haben zwei Grundvariationen, das ist einmal das Standardglas und das DLR-Glas. Der einzige Unterschied ist hier beim DLR-Glas habe ich pro Umdrehung 100 Klicks, beim Standardglas habe ich 160 Klicks pro Umdrehung. Das heißt, beim DLR bin ich schneller, da ich weniger kleine Klicks habe, sondern größere, muss ich nicht genau aufpassen, also 100 Klicks beim DLR und 160 beim Standardglas. Mhm. Genau. Abseen gibt es welche? Wir haben vier verschiedene Abseen, wo wir auswählen können. Zusätzlich können wir dann natürlich verschiedene Beleuchtungen auch wählen. Das Glas ist immer beleuchtet. Und was wir auch noch auswählen können, die Verstellung links, rechts. Durch das, dass wir bei Kahles Optik, die Parallaxe hier oben haben, haben wir die Möglichkeit, Verstellung links und rechts zu wählen. Seitenverstellung. Wo liegt denn die UVP von dem Glas momentan so in der Dachregion? Der liegt bei 4.000 Euro. 4.000 Euro, ja. Aber wie gesagt, ist eigentlich in dem Bereich auf jeden Fall ein sehr innovatives Glas. Also ich finde es ultra interessant. Und wie gesagt, also bin schon sehr gespannt, wie sich die Dinger in der Praxis bewähren müssen. Ich habe schon vor euch das Werbevideo gesehen, was ihr gemacht habt. Ich glaube, Slowenien war das, glaube ich, das Longrange-Schießen. War auf jeden Fall sehr beeindruckend anzuschauen. Und bin schon gespannt, wenn ich die ersten davon wirklich mal auf den nächsten Longrange-Events oder was in freier Wildbahn sehen kann. Werden sicher dabei sein, schon. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Interview und dann wünsche ich noch erfolgreiche Messe. Okay. Bis dann.